Die IAA Mobility 2023 hat viele Besonderheiten zu bieten, so auch bei Mercedes. Ich stehe hier vor dem Auto, das da heißt Concept CLA Class. Es ist eine Studie, es ist ein Konzept, wohlgemerkt seriennah. Und wir haben ja in letzter Zeit öfter mal gesehen, in den vergangenen Jahren, dass die Concepts bei Mercedes oft gar nicht so weit wirklich von der Serie entfernt ist. Es ist nicht einfach nur eine Elektroautostudie. Nein, es steckt da auch was ganz Besonderes drunter, was wir hier unbedingt auch hervorheben sollten. Nämlich die MMA. Ja, das ist die Mercedes Modular Architecture. Also ein neuer, flexibler Baukasten, bei der es heißt, nein, nicht nur Elektro, sondern Electric First. Also man kann hier auch Verbrennerantriebe unterbringen. Aber heute geht es vor allem um die elektrischen Daten. Können wir mal direkt aufhorchen. Es ist nicht ein x-beliebiges Kompakt-SUV-Auto, sondern hier wird gesprochen von einer Reichweite von rund über 750 Kilometern, gemäß WLTP natürlich. Wir wissen, gerade bei Elektroautos kann das natürlich mal sehr schwanken. Es kommt auf das persönliche Fahrprofil an, es kommt auf die Außentemperatur an und vieles, vieles mehr. Aber der WLTP-Wert steht, der ist vergleichbar mit anderen WLTP-Werten. Und auch wenn es noch ein bisschen runtergeht im Realbetrieb, das ist eine Hausnummer, das ist eine echte Ansage. Zwei Hände und ein Finger ergeben 21 Zoll Felgen sind hier untergebracht im Radkasten. Und an der Hinterachse stehe ich nicht zufällig, denn an der Hinterachse, da gibt es einen Hinterradantrieb. Ja, da wirken 175 kW. Die Plattform lässt aber auch zu, ein Allradsystem zu installieren. Wie kommt das Fahrzeug jetzt auf diese 750 Kilometer WLTP-Reichweite? Mercedes hat da überall nochmal ordentlich angepackt und installiert zum Beispiel so etwas wie einen Silizium-Carbid-Inverter, also ein Wechselrichter, sehr wichtig für die Energienutzung. Und die Energiedichte, die ist auch gestiegen, nämlich durch eine Silizium-Oxid-Anode. Hört sich jetzt wahnsinnig wissenschaftlich an, ich will jetzt hier auch nicht Chemie, Physik, Leistungskurs 1 aufmachen. Kurzum kann man sagen, es gibt einen Effizienzwert, der ist vergleichbar, den kann man benennen, von der Batterie. Zur Hinterachse, zum Antrieb 93%. Das ist auch eine echte Hausnummer. Für ein Elektroauto ist die Haube ja relativ lang. Wie gesagt, im Hinterkopf, da kommen auch mal Verbrennerantriebe rein. Wenn ich hier schon stehe, wo sonst bei einem Verbrenner der Motor sitzt und wüten darf, kann ich sagen, zum Thema Laden, er lädt mit bis zu 250 kW. Das ist natürlich immer der Peak, das kennen wir. Wir klemmen das Auto an die Ladesäule und dann geht die Kurve hoch. Und dann irgendwann auch wieder runter. 250 kW ist der Peak, das ist ordentlich. Warum geht das jetzt plötzlich so schnell, so stark? Ja, jetzt gibt es hier ein 800 Volt Bordsystem. Andere Hersteller haben das auch schon. Und jetzt hat Mercedes da nachgezogen, sicherlich ein kluger Schachzug. Und wie schnell wird geladen? In Zeit ausgedrückt, Mercedes gibt an, dass 15 Minuten reichen, um 400 Kilometer reinzupuffern. Diese Front, die muss man sich wirklich mal etwas genauer anschauen. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist die Welcome-Funktion. Was macht das Auto, wenn ich das Auto öffne? Und das ist eine schöne Lichtershow. Und wenn ihr euch das hier mal genauer anschaut, das sind alles die kleinen Mercedes-Sterne. Ja, das ist aber nicht nur, das ist ja natürlich ein geschlossener Grill bei einem Elektrofahrzeug. Die sind aber in 3D sozusagen. Das heißt, man kann um die Sterne rumschauen. Die kommen hier quasi durch den Lack durch. Und der Grill selbst, der geht hier nahtlos über in den restlichen Lack. Das ist schon wirklich sehr schick. Hier in der Mitte der sehr, sehr große, sehr präsente Mercedes-Stern. Sehr gut gelungen. Viel Chrom finden wir am Fahrzeug. Das Auto lebt von viel Chrom-Schick. Gleichzeitig sitzt hier dieser stilisierte Grill sehr, sehr tief. Das heißt, die Motorhaube kommt von weit oben, zieht weit nach vorne und fällt auch stark ab. Das sieht sehr scharf aus, sehr dynamisch. Das Auto drängt nach vorne. Und gleichzeitig ist hier noch ein bisschen Luft im Spiel, denn die Motorhaube hat hier auch diesen umlaufenden Chromschutz. Erinnert mich so ein bisschen was, vielleicht kennst du einen oder anderen noch, den Alfa Romeo Disco Volante. Der hatte auch so einen Kessenschnitt. Und hier ist quasi so ein bisschen Luft drauf und die schwebt, die Motorhaube, auf diesem flachen Grill hier vorne. Finde ich persönlich
Ja, ganz schick. Auf jeden Fall. Steht ihm gut und spielt auch diese Idee vom CLA, von der Generation davor, noch mal weiter. Hier wieder der nächste Mercedes-Stern. Wir sehen hier diese Tiefe, diese Lichtsignatur, diese Lichtbalken, die liegen hier in einer Vertiefung, die quasi noch dem Design der aktuellen Serien Mercedes-Scheinwerfer entspricht. Aber das hier liegt drin, dieser Rundbogen da drin, dieser Mercedes-Stern. Und wenn jetzt einer sagt, oh, das kommt doch so nie in die Serie, nie im Leben, dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal. Wenn wir uns die aktuelle E-Klasse anschauen, da die Rückleuchten zum Beispiel auch, da ist das gar nicht so weit davon entfernt. Wer nicht weiß, ob er spröde Lippen hat oder sich die Augenbrauen noch mal nachziehen muss, einfach hier in die Felge reinschauen. Kein Problem, die spiegelt so stark, dass jeder Stein sich freut, da mal reinzuhaben. Ist ein Concept-Car, sieht echt schick aus. Spaß beiseite, richtig toll. Hier auch der Sternenhimmel wieder eingelassen. Richtig coole Felge, wie ich finde. Und hier rund um die Radnabe, da gibt es so eine Lamellenart, die da eingebaut wurde. Die sehen wir später noch mal wieder im Innenraum. So viel kann ich schon verraten. Ich bin im Innenraum angekommen. Außen ist das Auto schick und sportlich und hier drin ist es Wahnsinn. Also Captain Future lässt wirklich grüßen. Der Captain Future, den haben wir die letzten Jahre gerade bei Elektroautos öfter mal zitiert, aber hier ist wirklich Captain Future angesagt. Es ist sehr, 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 sehr futuristisch und mit viel Licht und Lichtverläufen und Metall und Glanz und Schimmer. Es ist aber auch so ein bisschen, für mich persönlich, so ein bisschen wie in so einem 50er-Jahre-Diner. Wir haben hier dieses viele Metall und diesen Chrom und dann halt hier diese ja, Neonröhren ist es in einem Diner natürlich. Aber wirkt cool und wirkt wertig. Und hier unten, da ist der Prozessor, der wassergekühlte Prozessor, transparent dargestellt. Das ist wirklich ein bisschen wie bei Captain Future. Da gab es das fliegende Gehirn mit Greifärmchen. Ja, unser Freund, unser Gehirn sitzt da unten und dieses Gehirn kann ganz schön viel. Wir haben hier nämlich das neue MBOS, das neue Mercedes-Benz Operating System an Bord. Und das kann noch viel mehr darstellen auf diesem ultra breiten, weiten Superscreen, wie er heißt. Wir haben hier die Lüftungsdüsen direkt auf dem Display sitzen. Und da drin die Anzeige, welche Temperatur wir eingestellt haben. Hier um die Mittelkonsole herum ist alles sehr luftig, weil es auch transparent ist. Und wir haben hier eine induktive Handyladeschale, die durchsichtig ist. Also ziemlich cool. Und hier hinten am Heck, auch hier gibt es diese Chromleiste, die zieht sich fast komplett ums Auto rum. Die ist sogar beleuchtbar. Und falls ihr jetzt beim Thema Leisten denkt, was kostet das Auto denn? Kann man sich den leisten? Ist ein Concept-Car, da kann man jetzt noch nichts zu sagen. Was man sagen kann, ist, dass die Frontleuchte sich hier quasi als Heckleuchte wiederfindet. Auch ähnlich, ja, klar im Design. Ja, man weiß auf jeden Fall, was für ein Auto vor einem fährt, zusätzlich zu dem Stern, der hier eingelassen ist, in dieses kompakte, kräftige GT-artige Heck. Die Scheibe, die kommt hier rübergezogen, läuft hier tief rein. Das heißt, sogar bei so einem Auto hat man eine relativ gute Sicht nach hinten. Geht hier dann runter und auch hier unten sind unsere Freunde wieder, die Lamellen.